Salzburg AG beteiligt sich an Salzburger Startup Ocean Maps. 7,5 Millionen Euro Investition in den Neubau der Talstation der Schafbergbahn und Salzburg AG mit Silber ausgezeichnet. Ende letzten Jahres haben wir den Employer Branding Award bekommen und somit herzlich willkommen bei Salzburg AG aktuell. Mit den Unterschriften vom letzten Dezember ist es nun offiziell. Die Salzburg AG ist zu 10% Eigentümer am Salzburger Startup Ocean Maps GmbH. Geschäftsführer Thomas Nemetz und Hauptgesellschafter Michael Altrichter, bekannt aus der Puls 4-Sendung 2 Minuten 2 Millionen, sowie Vorstandssprecher der Salzburg AG, Leonhard Schitter, freuen sich über die neue Kooperation. Und was Ocean Maps genau macht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wie schaut es bei einem Salzburg AG Wasserkraftwerk unter Wasser aus? Eine Frage, die einerseits spannend ist und andererseits auch von höchster Bedeutung. Um dieser Frage nachzugehen, arbeiten die Verantwortlichen der Salzburg AG eng mit dem Salzburger Startup Ocean Maps GmbH zusammen. Jetzt auch mit einer 10% Beteiligung. Die Ocean Maps Technik schafft es mit Drohnen und Sonargeräten, die Unterwasserlandschaft als 3D-Visualisierung darzustellen. Das kann man sich so vorstellen, dass früher teilweise manuell Messdaten erfasst wurden und auch, sage ich, fast händisch ausgewertet wurden. Wir versuchen hier Wege zu gehen, dass die Daten automatisiert erfasst werden, maschinell ausgewertet werden und die Techniker sich nur noch darauf konzentrieren brauchen, diese Auswertungen zu analysieren, zu plausibilisieren und weniger Handarbeit, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, in die Arbeit hier mit einfließt. Die Drohne misst die Oberfläche bis zum Wasserspiegel und das Sonargerät übernimmt den Rest dann unter Wasser. Das Ergebnis ist ein 3D-Modell, das Aufschluss über die Situation unter Wasser gibt. In einem Kraftwerk im Bereich des Einlaufrechens wurden Aufnahmen dreidimensional per Sonar durchgeführt, die Anlandungen vor dem Einlaufrechen festgestellt und dann mittels GPS-gesteuerten Bagger ohne Einsatz von Tauchern, wie es normalerweise üblich wäre, wurden diese Anlandungen beseitigt, unmittelbar parallel wieder per Sonar mitgemessen. Und so konnten diese Arbeiten, ohne dass wir sehen konnten, wo wir genau arbeiten, visuell sehen konnten, durchgeführt werden und konnten sehr, sehr teure Arbeitstaucheinsätze damit sparen. Ja. Die Zusammenarbeit und in weiterer Folge die Beteiligung hat sich aus dem jährlichen Innovationsprogramm der Salzburg AG ergeben. Bei diesem Programm präsentieren nationale, aber auch internationale Startups ihre Geschäftsmodelle. Mit der Partnerschaft mit Ocean Maps macht die Salzburg AG einen weiteren Schritt Richtung Digitalisierung und entwickelt sich so weiter zu einem digitalen Technologieunternehmen. Wir wechseln zum Wolfgangsee. Die Schafbergbahn bekommt eine neue Talstation. Dadurch soll die Erlebnisqualität für die Gäste vor Ort wesentlich verbessert werden. 54 Einreichungen von Architektenbüros von Portugal bis Deutschland sind bei uns eingelangt. Nachdem im Jahr 2018 die Sanierung der Schafbergbahn mit der Bahntrasse begonnen hat, steht nun der Neubau der Talstation am Programm. Rund 7,5 Millionen Euro lässt sich die Salzburger AG die Modernisierung kosten. Im Jahr 2019 wurden knapp 340.000 Fahrgäste auf dem Berg befördert. Wir wollen hier ein touristisches Dienstleistungszentrum schaffen, mit Bahnhof, mit Foyer, mit Ausstellung, mit Shop, mit Gastronomie und mit diesen Blickachsen zum See. Und in den Norden auf den Schafberg ist es schon ein einzigartiger Kristallisationspunkt, den Einheimische und Gäste zukünftig sicherlich gleichermaßen schätzen werden. Im Rahmen eines europaweiten Architekturwettbewerbs wurden 2019 54 Projekte eingereicht. Der Entwurf des Architekturbüros Dunkelschwarz aus Salzburg überzeugte die Jury. Beim Ausstellungsbeginn auf der MS Salzburg an der Anlegestelle St. Wolfgang präsentieren die Sieger ihr Projekt selbst. Es ist im Prinzip eine große Halle, eine zweigeschossige, die gar nicht recht viele Unterteilungen braucht, weil es gewisse übergeordnete Dinge gibt, die diese Halle irgendwie zonieren. Und dieser Funktionsablauf, von dem ich vorher gesprochen habe, eigentlich optimal funktioniert. Es schaut so einfach aus, war aber, also wie wir vorher schon gehört haben, eigentlich doch recht aufwendig in der Entwicklung, dann schlussendlich zu dieser scheinbaren Einfachheit zu gelangen. Jetzt ist es soweit. Die in die Jahre gekommene Talstation wird mit dem Neubau auch auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dadurch erhöht sich nicht nur die Qualität für die Fahrgäste, sondern auch für die Mitarbeiter. 2020 wird das Behördenverfahren abgeschlossen, im Jahr 2021 ist Baubeginn und die Fertigstellung ist für Winter 2022 geplant.
Der alte Bahnhof ist ja ein Flickwerk und ein Stückwerk, der nicht isoliert ist, der von der Heizung her katastrophal ist, der vom Verbrauch her Wahnsinn ist. Und dieser Bahnhof wird natürlich auch wirklich jetzt den Stand der Technik entsprechen, in der Richtung Qualität, in der Richtung Sicherheit und natürlich in der Richtung Komfort. Die eingereichten Projekte sind noch bis zum 29. Jänner auf der MS Salzburg an der Anlegestelle St. Wolfgang zu sehen. Als starker innovativer Arbeitgeber in Stadt und Land Salzburg bietet die Salzburg vielfältige Jobs in spannenden Zukunftsbereichen an. Digitalisierung und der demografische Wandel veranlassen das Unternehmen zu einer Neuausrichtung der Employer Branding Strategie. Unter insgesamt 83 Nominierungen wurde die Salzburg in der Kategorie Arbeitgeberpositionierung mit Silber ausgezeichnet. Der Employer Branding Award ist ein Award, der Unternehmen auszeichnet, die was die Arbeitgeberattraktivität und deren Maßnahmen dazu sehr gut darstellen, nach außen, aber auch nach innen. Diese tolle Platzierung haben wir deshalb erhalten, weil wir verschiedene Maßnahmen gesetzt haben. Interne Maßnahmen wie beispielsweise das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer ermöglicht berufstätige Väter und Mütter, während der Arbeitszeit das Kind mitnehmen zu können. Wir haben auch nach außen eine neue Kreativlinie. Das bedeutet, die Kreativlinie nach außen zeigt uns als ehrlicher, authentischer Arbeitgeber, wie wir in der Salzburg AG agieren. Durch ein Video haben wir gezeigt, wie unsere Mitarbeiter arbeiten und wie das Teamgefüge in der Salzburg AG ist. Zusätzlich möchten wir noch weitere Maßnahmen umsetzen. Unter anderem möchten wir unsere internen Mitarbeiter, unsere Schlüsselkräfte stärken und motivieren, damit diese an das Unternehmen gebunden werden. Dies machen wir in Form eines Schlüsselkräfteprogramms. Darüber hinaus möchten wir im Recruiting uns auch weiterentwickeln. Wir möchten Active Sourcing, das bedeutet Direktansprache der Talente auf den Arbeitsmarkt, umsetzen, um beispielsweise ITler direkt ansprechen zu können. Darüber hinaus möchten wir aber auch neue Arbeitszeitmodelle wie beispielsweise Homeoffice für unsere Mitarbeiter anbieten. Mit vielen Themen für Häuselbauer und Sanierer sind wir auch heuer wieder auf der Bauen und Wohnen für Sie da. Wenn Sie also Fragen zu unseren Produkten haben, dann schauen Sie ganz einfach bei uns vorbei. Die Messe startet am 6. Februar 2020 im Messezentrum Salzburg und Sie finden uns in Halle 9 auf Stand 204. Und außerdem gibt es hier in Salzburg TV eine Sondersendung direkt von der Messe.